So, kommen wir nun zum dritten Scratch der Reihe. Das ist der sogenannte STAB-SCRATCH. Im Prinzip dasselbe wie ein Forward-Scratch, nur was anders ist, dass ihr die Vorwärtsbewegung der Platte nicht abspielt, sondern nach vorne schiebt. Ich zeige euch das mal. Ganz wichtig auch, ihr beginnt und schließt den Scratch mit geschlossenem Fader ab. Okay. Beginnen wir in den selbigen Geschwindigkeitsstufen wie bei den anderen zwei Scratcher schon erklärt. Los geht's! Schneller. Jetzt spielen wir 4 Viertelnoten. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kommen wir nun zur Achtelnote. Acht Achtel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und so geht's weiter. Jetzt haben wir gerade 8 Achtelnoten gespielt. Selbe Prinzip wie beim Forward-Scratch noch kurz für die Musiktheoretiker unter euch. Ihr habt jetzt 8 Achtelnoten gespielt und zwar in der Geschwindigkeit eines Baby-Scratches, weil ihr natürlich wieder die Rückwärtsbewegung ausgeblendet habt. Ist natürlich nur die Vorwärtsbewegung zu hören. Deshalb gibt es da eine gewisse Verschiebung, wie vorhin schon erklärt. Machen wir weiter mit der Sechzehntel. Und wieder auf die 1 einsetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gut, Entschuldigung, auch mir passieren Fehler. Das ist ganz normal. see you beim nächsten Scratch. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.